Weiter geht es mit einer neuen Folge Wolfenstein aus dem Jahre 2009, muss man ja dazu sagen, damit jeder Bescheid weiß. Nein, wir spielen nicht The Old Blood oder The New Order, sondern wir spielen das ältere Wolfenstein. Ja, ich hatte in der letzten Folge einen ziemlich fiesen Fehler. Und zwar, wenn ich unten in das Gebiet der schwarzen Sonne gegangen bin, dann ist mein Spiel eingefroren. Irgendwie war mein Speicher beschädigt. Ich habe nochmal ein neues Spiel angefangen, war wieder beschädigt. Und jetzt habe ich hier einen Speicher aus dem Internet runtergeladen. Deswegen sind natürlich einige Sachen anders. Und zwar habe ich ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen mehr Geld ist gut. Aber ich kann es leider nicht mehr ändern. Ah, hier ist Gold, aber wie komme ich hier hin? Okay, hier muss ich noch weiter nach oben. Und natürlich Dinge, die wir eingesammelt haben, die uns gehört haben schon, die sind leider weg. Alles klar, BJ, konzentrier dich. Also ist alles ein bisschen verändert. Was haben wir hier Schönes? Was bist denn du? Aha, okay. Ein Buch der Macht. Ah, genau so sahen die aus. Stimmt, ich hab's total vergessen. Genau, die waren, glaube ich, immer hinter diesen Steintafeln versteckt. Okay, hier geht's nicht nach oben. Die Leiter ist kaputt, da hinten gibt's Gold. Aber wir müssen jetzt eh hier nicht nach Gold oder sonstigen suchen, sondern wir müssen ins Rabennest. Wo ist er? Wo ist er? Wer von euch Schweinen wagt es, einen Wolf anzufassen? Guten Tag. Sie gefährden die Mission. Auf Hans, den besten Wolfkämpfer aller Zeiten. Ja, auf Hans. Yep, das war Hans. Mehr Monster als Mensch. Was machen Sie da? Gehen Sie weiter oder Sie werden es bereuen. Der Typ sieht aus wie ein Psycho. Fassen Sie mich nie wieder an. Verstanden? Alles klar, betrunkene Nazis. Das Schlimmste, was es gibt. Hey, der ist ja noch am Leben. Ja, das war der Typ. Ja, hier schon wieder so ein Bier in der Hand, freut sich. Ist das Pisse oder Bier? Wir werden es nie rausfinden. Ja, die Schrecken des Kriegs, nicht wahr, mein Freund? Wo geht's denn hier hin? Okay, wir schauen uns hier ein bisschen um, denn ich wette, hier kann man auch irgendwas finden. Hier geht's wieder raus. Reden wir erstmal mit dem schnauzbärtigen Mann. Was machen Sie da? Gehen Sie weiter oder Sie werden es bereuen. Ich würde dir so gerne die Zähne aus der Fresse prügeln. Diese Stadt hier, Isenstadt, die bringt Unglück. Ich kann es spüren. Hier wird etwas Fürchterliches passieren. Ich weiß es einfach. Nobel, Nobel. Nimm deine Drecksfinger von mir. Ich habe gesagt, verschwinde. Oder ich zerre dich zum Hauptquartier zum Verhör. Okay, da muss ich passen. Ist dir aufgefallen? Da ist was komisch mit Alpha Wolf Zeta. Er redet, als wäre er von unsichtbaren Leuten umgeben. Vielleicht führt er nur Selbstgespräche. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, er ist verrückt. Ja, der ist definitiv verrückt. Okay, schnauzbärtiger Mann. Wo ist er hin? Guten Tag, BJ. Was führt Sie ins Rabennest? Was es auch ist, es hat hoffentlich mit dem Töten vieler Wölfe zu tun. Nach dem, was dieser Hans gemacht hat, möchte ich Sie alle tot sehen. Alles klar, wird erledigt, jeder wird sterben. Was macht der hier? Oh, der kotzt sich hier ein bisschen die Seele aus dem Leib. Hier drüben. Jetzt warte doch, gutes deutsches Brot. Was ist hier los? Hey, hier drüben. Moment, Schwarzmarkt. Interessiert etwas zu kaufen? Ja, also wie gesagt, wir haben Geld ohne Ende, leider. Auch hier schon einige Upgrades.
Ja, der Spieler hier, der hat wirklich alles geholt, aber die nächsten Upgrades, die werden wir dann alle wieder selber freispielen. Es tut mir leid, aber ich kann es wirklich nicht ändern. Agent Blaskowitz, wir brauchen Sie für eine wichtige Mission. Vor ein paar Tagen haben wir zwei Mitglieder des Goldenen Morgen losgeschickt, um den seltsamen Gerüchten über den Bauernhof in der Nähe nachzugehen. Heute Morgen ist einer davon schwer verwundet zurückgekehrt. Er starb, bevor er sprechen konnte. Aber er hielt einen Kristall, wie Sie einen tragen, wenn auch von geringerer Qualität. Wir sind keine Soldaten. Würden Sie also zum Bauernhof gehen und nachsehen, was aus dem anderen Mitglied des Goldenen Morgen geworden ist? Habe ich eine andere Wahl? Anscheinend nicht. Gut, dann schauen wir mal, was an diesem ominösen Bauernhof so alles dran ist. Wie komme ich hier raus, hier drüben? Hier hatten wir doch den Ausgang, oder? Yep. Gut. Neue Nazis in der Nähe. Normalerweise spawnen die eigentlich immer wieder neu hier, wenn wir uns in der Stadt Isenstadt oder Eisenstadt bewegen. Ich finde eigentlich Eisenstadt cooler als Isenstadt. Ich muss hier hin, ha? Shut up! Alles klar, dem habe ich eben gerade wirklich ziemlich derbe den Schwanz weggeschossen. Das tut weh, mein Freund, ha? Das tut weh. Gut, der Bauernhof. Hier geht's zum Bauernhof. Zu Fuß diesmal, oder wie? Ach nee, wir haben ja noch ein Quartier. Einmal hier wieder quer durch die ganze Stadt spazieren. Aber ich bin schon richtig, oder? Moment, wir zoomen mal ein bisschen raus. Bauernhof, Bauernhof. Ich sehe nicht mal den Punkt. Doch, da drüben. Ich habe ihn gesehen. Alles klar, ist ein weiter Weg. Erstmal hier ein paar Nazis niederschießen. Und die müssen natürlich wieder direkt mit Granaten rumspielen. Jungs. Ernsthaft? Was auch ziemlich geil ist, nach und nach werden auch diese ganzen Häuser, die man auf dem Weg halt hier so finden kann, freigespielt. Und zwar die Nazis öffnen die Häuser und wir selber können dann halt hinein. Finde ich ganz cool. Was ist los? Keine Kugel mehr? Oh, die Granaten, hier sehen wir sie. Also nach und nach kommen wir halt in andere Gebiete rein und finden dann auch neue Sachen wie Gold oder verrückte Nazis, die sich hauen wollen oder irgendwelche Dokumente, die wir unbedingt brauchen. Deswegen lohnt es sich schon, ein bisschen die Stadt zu erkunden. Es kann halt wirklich überall was sein. Ja, ja, die Nazis. Okay, okay, übertreib's nicht. Ich hab dich getötet. Irgendwo hier gab's, glaube ich, noch eine Leiter und einen Geheimgang. Ja, das hatten wir auch noch nicht, das Dokument. Gesucht Erik Engel, stellvertretender Anführer des Kreisauer Kreises. Erik Engel ist das Hirn hinter einigen der grausamen Taten des Kreisauer Kreises. Er ist für den Verlust sowohl zahlreicher Zivilisten als auch Kämpfer der Wölfe verantwortlich. Jegliche Informationen, die zur Festnahme dieses Verbrechers führen, werden belohnt. Tja, ich wäre wirklich verdammt reich, wenn ich all meine Kollegen hier verraten würde. So könnte man richtig Geld verdienen. So, gehen wir mal hier durch. Hier waren wir schon drin und ich wette, yep, hier kann ich halt die Sachen jetzt nochmal einsammeln. Aber zum Glück, wir sind ja noch nicht so weit. Wenn jetzt keine Probleme mehr kommen, ist eigentlich alles in Ordnung. Ah, warte mal, das Ding hier kann man öffnen, aber hier ist leider nichts drin. Oh, meine Güte. Dass die immer wieder neu kommen. Aber das ist gar nichts gegen die Old Blood, wie viele Nazis da kamen auf einen Schlag. Da hatte man ja wirklich nie seine Ruhe. So, hier geht eine Leiter nach oben. Hier drüben noch ein wenig Gold. 10 von 44. Wir machen also Fortschritte. Ach, hier ist so eine Klappe im Weg. Da komme ich noch gar nicht durch. Ich glaube, das hier ist nur ein Rückweg. Oh. Ah, guck mal hier. Ja, diese Bücher der Macht, die kann man ganz schnell übersehen. Eigentlich müsste man immer hier im Schleier rumlaufen. Deswegen bleiben wir jetzt hier ein bisschen in der Schleierwelt. Schleier Hitler. Explodierende Geister. Okay, hier drüben müssen wir nicht hin, wir müssen hier durch.
Yep, diesmal bin ich richtig. Na, man sieht das schon, die Gegend ist doch relativ groß. Steigen Sie hinten ein. Ich bringe Sie zum Bauernhof. Die schwarze Sonne. Warte mal, mein Freund. Komme ich hier schon hin? Oder komme ich hier noch nicht hin? Nochmal hier in den Schleiermodus. Ich drehe meine Runde, weil hier oben ist Gold. Aber es könnte sein, dass erst hier der Laster weg muss, dass wir da drüben hinkommen. Gut, Bauernhof. Es gibt ein Bauernhaus hier die Straße rauf, wo sich die Wölfe aufhalten. Viel Glück, BJ. Danke sehr, mein russischer Freund. Ach, der kommt mit. Das ist cool. Das ist wirklich verdammt cool. So, wir snipern sie weg. Immerhin sind wir schallgedämpft. Normalerweise müsste der Schädel runterfliegen. Das wäre richtig nice. Ein Schuss, zack. Rüber runter. Irgendwas gab's. Irgendeine Waffe gab's. Die hat den Schädel zum Platzen gebracht. Weg mit dir. Nazi-Abschaum. Wie können die denn schon wissen, dass ich hier bin? Aber die ist nice jetzt. Also mit den Upgrades ist sie richtig gut. Das letzte Upgrade fehlt noch. Ich glaube, dann platzen die Schädel. Das war die. Ein anderes Sniper bekommen wir nämlich nicht, soweit ich weiß. Das ist auch richtig cool hier, das Bajonett. Da ist er. Klang ein bisschen französisch, der Typ. Oh, ho, ho. Alter, der war cool. Der war richtig cool. Was haben wir hier? Unterstütze unsere Truppen. Nee, danke. Wirklich gar nichts? Ah, doch, warte, hier drüben. Toll. Wow. Die Tür bringt's ja. Wahnsinnstür. Kürbis, spießen wir ihn auf. Nee, hier gab's doch noch irgendwas, oder? Echt? Hätte schwören können. Ah. Und hier muss es jetzt aber was geben. Yes. Gib mir mein Judengold. 19 Judengold. Eine ganze Menge. Und ich werde auf jeden Fall verflucht viel übersehen, denn der Bauernhof war riesig. Soweit ich das noch weiß. Shit, 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 shit. Oh, ich habe keine Energie. Und keine Munition. Grandioses Timing. Alles klar, ich habe wieder Energie. Einmal. Und der Führer hinterher. Die beiden bin ich los. Ah, da kommt ja direkt der nächste. So, aber jetzt. Ich hätte einfach nur auf die Geister schießen müssen. Wäre wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen. So, Munition nehme ich immer gerne, Freunde. Und hier sieht man eigentlich, dass man ein altes Spiel spielt. Denn die Außenwelt natürlich. Da war noch nicht so viel drin. Besonders die Abgrenzung. Das würde es heute so in der plumpen Form bei einem guten Spiel nicht mehr geben. Gott sei Dank, aus der Zeit sind wir raus. Ja, das sieht absolut hässlich aus. Gebe ich zu. Aber das hätte halt auch wirklich wahnsinnig viel Performance gekostet. Nun gut, komm, gehen wir weiter. Keine Ahnung, wie viele Dokumente es hier gibt. Das Gold ist nicht so wichtig, aber die Dokumente schon. Denn mit denen schalten wir halt Sachen frei. Das Gold ist einfach nur eine Währung. Oh, komm schon. Hier kannst du nie ein bisschen Stealthy spielen. Nettes Kreuz. Alter, was ist los mit denen? Diese Sterbesounds. Genial. Einfach nur genial. Okay, ich habe wirklich fucking nochmal keine Energie. Habe ich ihn? Oh shit, das Ding explodiert gleich. Boah, fuck, 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 fuck. Hier in Deckung gehen.
Einmal. Alles klar, der da hinten muss weg. Schön. Schön. Komm schon, dreimal schön. Sehr schön. Es sind aber immer noch welche am Leben. Ah, hier drüben. Der Fuhr da ist tot. Lang lebe BJ Blazkowicz. Lang lebe der Blazkowicz. BJ ist für alle, aber nicht von mir. Yep, das Baby hier gefällt mir. Munition, sehr schön. Kann man hier hoch? Nope. Untersuchen Sie das Bauernhaus. Ich bin dran. Er wird untersucht, nachdem ich hier noch ein bisschen nach Gold geschnüffelt habe. Komm schon, wirklich? Hier gibt es kein Gold? Schade. Gut, gehen wir mal rein ins alte Bauernhaus. Mal ein bisschen Munition mitnehmen. Knock, knock. Das Hakenkreuz über dem Kamin. Sehr traditionell. Sehr, sehr traditionell. 1 von 5, gut. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die unterirdische Bahnstrecke zur Konservenfabrik nächste Woche fertiggestellt wird. Sie können schon bald mit der ersten Ladung Kristalle rechnen, wenngleich die Experimente noch nicht abgeschlossen sind. Okay, Sie nehmen die Kristalle wohl als Energiequelle. Munition, Munition, Munition. Ich bediene mich mal hier. Was war denn das? Ah. Na also, noch eins gefunden. So schnell kann es gehen. Der Flammenwerfer. Oh, den bekommen wir auch noch. Der ist richtig nice. Erstmal Hitler den Schnauzer wegschießen. So. Und das Gold. Ganz klar, nehmen wir mit. Auch wenn ich reich bin, das Judengold, das lockt. Okay, wir hören immer noch die Musik. Ist hier irgendwo noch ein Nazi? Vielleicht oben. Dieser Mann ist ein Spion. Weiter, weiter. Los, ich bin los, kein Spion. Nur ein guter Samariter auf dem Durchweg. Oh. Alter, da war ja noch einer. Ich nehme dein Gold mit, Bro. Na, nee. Aber hier. 3 von 5. Auf dem letzten Rundgang durch Ihre Einrichtung bemerkte ich ernsthafte Sicherheitsmängel. Ab sofort sind die Wachpatrouillen zu verdoppeln und der Hauptzugang zur unterirdischen Einrichtung ist gegen direkte Angriffe zu verstärken. Wenn diese Maßnahmen nicht umgehend realisiert werden, werde ich einen Offizier einsetzen, der in der Lage ist, meine Befehle zügiger auszuführen. Das bedeutet eigentlich in Hochdeutsch, in Nicht-Nazi-Deutsch, du wirst hingerichtet. Zu langsam. Ja, ich weiß, da drüben ist noch eine geheime Tür. I know, I know. 4 von 5. Durch eine falsch geleitete Lieferung fehlt Munition für das 88er. Daher wird die Munition für die schweren Waffen bis auf weiteres im unterirdischen Munitionsbunker gelagert. Geile Infos. Oh shit. Ernsthaft, ihr könnt so gut Granaten werfen? Alles klar. Neues Geheimnis gefunden. Die geheime Scheune. Sagt bloß, hier geht es weiter. Anscheinend ja, aber hier ist noch mal ein bisschen Gold. Okay, ein Dokument fehlt mir. Aber damit kann ich leben. Gut, springen wir rein. Der unterirdische Bunker. Dieser Mann ist ein Spion! Was fällt dem ein? Vorsicht!
Wow. Friss meine fucking Granate. Offizier down. Gut, sehr gut. Ey. Kann jemand mal den Alarm irgendwie zerstören? Ich weiß gar nicht, ob sowas geht. Achtung, Granate. Ja, jetzt kommen sie, die großen Horden. Oh, das Ding nervt. Das Ding hier nervt extrem. Alles klar, wir machen noch alle Schränke auf. Nix drin. Leider. Da hinten gibt es auch nichts mehr. Ich weiß, dass du hier bist, Amerikaner. Soweit ich weiß, gibt es hier noch ein Buch. Irgendwo hier. Oh shit! Shit! No! Komm schon! Wow, das ist ja mies. Das ist ja richtig mies gewesen. Das war eine böse Kombi. Eine sehr, sehr böse Kombi. Aber jetzt könnt ihr mich mal. Ich nehme die Partikelkanone. Yeah, baby, yeah! So, wer ist hier der Beste? Ich würde sagen BJ. Mist, ich habe ein Gold oben liegen lassen. Komm ich nochmal hoch? Ich hole mir das Gold, natürlich. Hey, Judengold, hallo? Klar. Klar holen wir uns das. Wo war denn das? Hier drüben. 5 von 19, das ist ja wirklich lächerlich. Wir haben so viele Dokumente, aber irgendwie so wenig Gold gefunden. Ich bin doch schon hier, Jungs. Wollt ihr unbedingt mit mir spielen? Der Amerikaner ist hier. Mann, das Ding ist so geil, oder? So, Slow-Mo. Oh shit, der ist ja schon hier. Wo ist dein Meister? Ich brauche Unterdrückungsfeuer. Alter, du bist unsterblich. Besser geht's ja wohl gar nicht. Ey, komm schon, der blockt sogar meine Granaten. Komm schon. Das ist mies mit den Kollegen. Ist da hinten noch einer? Ich polier dir die Klatze. Puh, Gott. Wunderschöner Spagat, ha? Tja, dem habe ich wirklich den Sack aufgerissen. Moment, hier gibt's Energie. Wir sollten uns voll tanken. Alles klar, ziehen wir los. Hier gab es nichts. Noch ein bisschen umsehen, ob ich irgendwo vielleicht ein bisschen Gold oder das letzte Dokument finden kann. Hier ist ein bisschen Gold. Ah, mittlerweile, die Dinger stehen auch mitten im Weg. Ah, hier drüben ist nichts. Energie nehme ich gerne nochmal mit. Mal hier reinschauen. Auch nix. Achtung! Solange diese Matrix-Glatzköpfe ernsthaft. Hinter irgendwas in Deckung. Das ist fucking... Ohohohoho. Ich kann Granaten werfen, was? Was ist denn mit dem hier? Und wir gehen um die Ecke und schnell hier hin und überleben. Her damit. Schön. Eine neue Waffe. Die wir aber jetzt noch nicht einsetzen. Kommt später. Gut. Mann, das war mies. Das war richtig mies. Ich sag's ja, später wird das Spiel so unfair. Ich
Später werden wir Probleme über Probleme bekommen. Sieben. Halt ihn auf! Ja, der Schleier ist schon wirklich nützlich. Wenn man genau weiß, wo die Gegner sind. Deswegen immer schön hier mit dem Schleier spielen. Mompe. Ach ja, richtig, der Aufzug. Wir bekommen Besuch. Danke, Jungs. Danke, dass ihr den Lift für mich geholt habt. Alles klar, guck mal, hier kann ich auch nach oben. So. Und hier gibt es. Hier gibt es. Hier gibt es gar nichts. Toll. Und ich hatte schon Illusionen und große Hoffnung. Gut, gehen wir nach unten. Warum müssen Nazis eigentlich immer in irgendwelchen Höhlen sein? Immer muss es irgendeinen Nazi-Stollen geben, in der Nazi-Mine. Nazis sind wie Zwerge. Gierig, rassistisch, goldgeil und machtbesessen. Und haben irgendwelche riesigen Systeme. Ich meine, wer baut sowas? Ganz im Ernst. Komm, das dauert ewig. Sowas baust du nicht irgendwie in einem halben Jahr? Hallo? Eine riesige Anlage. Alles klar, wir nehmen die Sniper. Ärgern uns hier gar nicht lange rum. Laber nicht. Ich meine, wenn man mal bedenkt, wie lange die brauchen, um allein irgendeine Autobahn mal neu zu teeren, kann man sich ja vorstellen, wie lange sowas hier braucht. Habe ich wirklich eben gerade gegen die Geländerstange geschossen? Ganz ehrlich, wie viel Pech muss ein Mann haben? Oh, hier kommen noch mehr. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommen irgendwie nur noch so Überhorden. Und Granaten. Überhorden und Granaten. Habe ich beide geholt? Ich glaube schon. Ach, hier drüben ist noch jemand. Ah, der ist immer noch am Leben. Jetzt! Diese Schreie. Ich meine, die kann man doch absolut nicht ernst nehmen, oder? So, Energie bin ich voll. Wo, 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 wo? Über mir, vor mir, neben mir, rechts, links, unten. Ah, super. So, wenigstens ein bisschen Judengold. Wie? Ich dachte schon, kann man doch bestimmt irgendwie zerstören. Aber hier komme ich nicht rein. Au! Oh, ich hasse sowas. Scheiße, was für ein Wurf. So, Gesicht weggeschossen. So muss das. Ja, ich mein's. Genauso wie ich es gesagt habe. Nazis sind wie Zwerge. Müssen immer solche Dinger hier bauen. Könnte auch von Zwergen sein. Oder zieht's euch rein? Alter, was ist das hier für ein Komplex? Da baut man wirklich ewig dran. Ich verlange, dass mich jemand auf der Stelle losbindet. Gut, wir machen aber hier einen kleinen Break. Denn den Agenten, den befreien wir morgen. Wie immer, danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Schreibt gerne was in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.